So, schön, schön. Willkommen zurück. Gerade abfahren. Mir ist nämlich was aufgefallen. Ich möchte ja innerhalb der nächsten 2, 3 Tage vielleicht was schaffen, die Rinde-Mastzuchter zum Starten zu bringen. Denen fehlt aber noch Mischfutter. Also füllen wir die Anlage hier ein bisschen. Und da ist nämlich kaum Gras drin. Das heißt, das Gras hier, wenn wir einfach erstmal abfahren. Insofern das einigermaßen funktioniert. Und einfach in die Ding schmeißen. In die Mischfutteranlage. Die Ernte habe ich mal ein bisschen angefangen. Sonnenblumenfeld 1 und Gerstefeld 5. Habe ich jetzt erstmal abgetankt, das erste Mal die Drescher, und muss jetzt noch das Vorgewende fertig fahren. Dann kann ich den Helfer losjagen. Beziehungsweise auf Feld 1 müsste ich es fast schon machen können, den Helfer loszujagen. Zumindest fürs obere Stück. Viel kommt ja nicht raus, aber na, ein bisschen was ist ja okay. Ja, dann Feld 3 wird jetzt langsam besät. Das ist jetzt fertig gegrubbert demnächst. Das muss ich jetzt noch, ich glaube, es sind noch 5, 6 Bahnen, die er grubbern muss. Das werde ich ihn gleich mal wieder losschicken. Das habe ich bei dem Schlepper bin ich noch nicht, weil ich gehe ja immer nacheinander durch, wenn ich reinkomme ins Spiel. Ne? Und ich habe vorhin das gestartet, also habe ich gesagt, komm, dann machst du jetzt erstmal das Gras hier. Und dann sehen wir weiter. Bin ich ja gespannt. So, jetzt hat er erstmal das aktuell gestern oder was? Ich glaube, gestern war es, gestern Mittag oder gestern Abend, hat er seine NF im 19er veröffentlicht als Multifruit, aber halt noch ohne Produktion. Ich habe gedacht, er wartet vielleicht gleich, aber habe ich falsch gedacht. Er wollte doch erst mit Multiproduktion, mit Multifruit rein. Aber okay, jetzt gibt es wieder Hopfen und Roggen. Ja, Hafer gibt es ja jetzt eh, den braucht er nicht mehr einfügen. Das war bei ihm immer eine Modfrucht. Aber die braucht er jetzt ja nicht mehr, weil er ja, weil der Hafer ja sowieso drin ist. Ne? Zwiebeln und Karotten hat er, glaube ich, rein. Naja, mal gucken. Da gibt es aber, glaube ich, Modfahrzeuge für. Sonst hole ich mir das aus dem. Er schreibt Nexus Mods, aber das ist ja eigentlich Quatsch. Ich glaube, das gibt es im Ding. Das sind dieselben Fahrzeuge wie auf der Südhämmern. Also muss man ja die Südhämmern-Fahrzeuge ziehen, da ist gut. Oder ich hole mir einfach einen Multifruit-Roder. So, jetzt ist er gleich voll. Bam! Ja, brauchen wir aber jetzt nicht zurückfahren, weil wir sind gleich am Ende von dem Weg. Dann können wir jetzt hier lang fahren. Das passt schon. Fahren wir aber so, dass wir möglichst nichts von dem, was wir noch nicht gemäht haben, kaputt machen. Möglichst. Das ganz genau schaffe. Mein Gott, was soll's? Ja. Dann kommt das jetzt in den Futtermittel. Futtermischer? Naja, Futtermischer bitte. Da ist ja schon ein bisschen was drin, aber ich mache ihn einfach mal knacke voll, weil wenn ich da jetzt rausnehme, dann ist sowieso. Ne? Oben den kann ich auch noch mal ein bisschen füllen. Kann da noch ein bisschen was rausnehmen. Also erstmal rausnehmen, glaube ich, dann kann ich ihn füllen. Hoppala. Ja, und dann passt es schon. Da hat man den Retarder gerade knackern hören. Ich finde die Modfahrzeuge, obwohl das ist, glaube ich, teilweise nicht mein Modfahrzeug so, das machen sie gar nicht mal so schlecht. Auch im 17er schon in manchen Standardfahrzeugen, aber sie kriegen es halt nicht bei jedem hin. Naja. Ach, bin ich hier gar nicht bis ganz am Schluss gefahren? Habe ich da was ausgelassen? Das ist ja hohl. Ja. Weil da war ja, die hat absolut noch sichtbar Gras zu stehen, gestanden. Also das ist ein bisschen. Ja, naja, okay, was soll's. Da vorne ist die Mischfutterstation. Es ist wieder Original Koja, es ist super neblig. Also wenn hier steht bewölkt, das ist immer neblig gemeint, ne? Es ist Nebel. Und zwar ein ekelhafter Nebel. So, das ist der Futtermischer von Castor, den ich irgendwie nie platzieren konnte. Naja, er hat natürlich sich genommen als platzierbar, ist in Ordnung. So, auskippen. Und dann kommt hier Gras rein. Weil da haben wir bis jetzt am wenigsten. Das sind die Walzen noch zu sehen. Die anderen beiden sind ja zugedeckt.
Das kann ich, hat er die Kapazität auch erhöht, wie bei der anderen Mischfutteranlage auch. Mal gucken, das wäre natürlich ganz cool. Ja, hier habe ich leider sinnlos Dünger, ne, weil ich nicht wusste, welcher der richtige war und habe den falschen gefüllt. Ist ja dasselbe hier, aber da war es nicht so viel, was ich rein habe. Naja. Scheiß drauf. Ist nicht schön, aber selten. Jetzt fahren wir zurück auf die Wiese und dann schauen wir aber erstmal weiter die anderen Schlepper durch. Hui! Da geht's rein. Ja, also ja, hier habe ich echt nicht gemäht. So ein Blödsinn. Ja, jetzt fahren wir wieder an den Anfang ran, wo wir waren. Ne? Können wir da Pedalerie nehmen, bitte, danke. Nur irgendwie, ich tue mir schwer, mit Pedalerie zu rangieren. Ich weiß nicht warum. Da habe ich irgendwo ein Verständnisproblem. Ich meine, in der Realität kann ich schon. Nicht gut. Also, ganz ehrlich, in so enge Parklücken rein oder so, das ist absolut nicht meins. Da habe ich keinen Nerv zu. Aber ich krieg's hin. Aber hier habe ich da irgendwo ein Problem. Irgendwo hapert es da ein bisschen. Naja, solange es nur am Rechner so hapert und in der Realität ist es so weit, dass ich zumindest schnall, wie es funktioniert. Ne? Naja. Aber das hat beim letzten oder vorletzten Partner. Da habe ich das ja mal versucht, real Rinder zu drücken, das Stroh. Das hat ja sogar funktioniert, wenn auch mit ein paar Anläufen. Ne? Also das war, naja. Also wenn man sich halt nur hinter sich halt nur Ladewagen sieht, sollte man auch einen Einweiser haben, ja. Dann passt es auch wieder. So, da sind wir. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier unfallfrei wenden und das wird wahrscheinlich nichts. Wir werden ein bisschen Gras zerstören. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Wir werden ein bisschen was zerstören. Weil hier zerstört man es ja noch. In 19 ist das vorbei und das finde ich gut. Du legst es runter, ja, aber es richtet sich wieder auf. Ja? Es ist dadurch nicht kaputt. Weil das ist ja Quatsch. Aber na gut. Okay, hier haben wir den hier. Der müsste eigentlich ein bisschen laufen. Genauso wie die Aufnahme. Ja, die tut's aber auch. Lieber mal schauen. Okay, den braucht man nicht. Brauchen wir nicht. Den brauchen wir jetzt noch nicht wirklich, weil die 4 muss erstmal vom Stroh befreit werden, bevor ich da streue. Ja, hier sind wir. Genau. Klapp mal auf. Das wird jetzt auch bestimmt alles andere als schön. Wobei ich bei dem sagen muss, der hat eine super Beleuchtung. Also der ist geil. Ist ein Mod, ne? Ist klar. So, runter damit. Sonnenblumen sind drin. Auf die 3 kommen nochmal Sonnenblumen, jawohl. So, dann fahren Sie mal, junger Mann. Das hier muss ich sowieso machen, das kannst du vergessen, dass das der Helfer hinkriegt. Aber volles Ballett kann man das vergessen. Und das mache ich aber auch nicht in der Innenansicht. Wenn ich dann mit GPS fahren würde, okay, vielleicht. Aber so, das kriege ich nicht hin. Das ist, kann ich nicht genug abschätzen, wann ziehe ich eine weg oder so. Ne? Ja, ist wahrscheinlich Übungssache. Aber da ich ja zu viel anderes zocke und halt einfach kein LS-Spieler bin, sondern das auch ein Spiel ist, was ich spiele, aber nicht das Spiel, ne? Da gibt es andere. Naja, dann funktioniert das halt alles nicht so. Aber so klappt es ja auch. Sunablumer. Rein damit. Am besten fahre ich ihm gleich das Stück da hier auch rauf, weil das kriegt er eh nicht hin. Da stoppt da auch wieder, das weiß ich schon. Und da muss ich ja eh nicht mehr lang mit dem Grubber. Von daher passt es schon. Ja, also auch hier das ist aber auch keine Direktsaatmaschine, das habe ich voll falsch verstanden. Deswegen war das eh nichts Richtiges. Hier meine Sonnenblumen, Rüben und so Maschine und Mais, das ist keine Direktrille. Geht nicht. Und ich war irgendwie voll der Meinung, das ist auch eine Direktsaat, aber das ist keine Direktsaat.
Komm, dreh dich, Kamerad. Kommst du da vorbei? Ja. Ja. So. Ja, es passiert ja nichts, wenn ich drüber fahre, solange es noch in der Saat drin ist. Ich meine, das ist zwar jetzt nicht schön eigentlich für die Frucht, würde man nicht machen, aber naja. Wir könnten GPS anschalten. Ja, bitte kippen, danke. Ja, und fahren hier einmal runter. So. Und dann können wir das Innere ausfüllen. Und den Rest könnte sein, dass der Helfer fast schon hinkriegt. Aber da unten an der Straße muss ich auch nochmal aufpassen. Das schafft er wahrscheinlich auch nicht, weil er die Straße als Hindernis sieht. Das ist so hohl. Also man erkennt schon den Unterschied. Man sieht, wo er mit der Furchenzieher drüber ist. Passt schon. Dann hat er es abgelegt. Das ist ja praktisch eine Einzelkorn-Sämaschine. Ja, jammer nicht. Zieh bis zum Schluss durch. So, und dann mache ich gleich weiter. Erstmal machen wir dich aus, Licht aus. Nächster Kamerad. Ja, dich lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Dich auch. Euch sowieso. Brauche ich gerade nicht. Dich brauche ich auch nicht wirklich. Da das schon eher. Und zwar, nee, nicht V, sondern wir wollen abladen. Danke. Jetzt darfst du aufladen. Ich hoffe, ich habe das ausgeschalten, oder? Ne, habe ich nicht. Holla die Waldfee. Habe ich jetzt so einen Scheiß mitgenommen hier, oder nicht? Ne, sieht gut aus. Ha! Das hätte ich schon vorher ausschalten sollen, vielleicht. Der ist nur für Bretterpaletten da. Weiß gar nicht, wie voll sind denn die? Ah, voll geworden. Okay, dann holen wir die gleich noch. Eine Wendung. So. Und dann könnte man sogar mal den Preis anschauen, ob der in Ordnung ist für die Hackschnitzel. Aber ich glaube eher nicht. Ah ja. Nee, sinkt. Vergiss es. Wird nicht verkauft. Da liegen immer noch ein oder zwei Paletten im Boden drin. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Naja. Was soll's. Gut. Und hier zum Beispiel könnten wir schon einen Helfer ansetzen. Wobei, witzigerweise, es ist saudunkel, aber die Helfer fahren ohne Licht. Ich verstehe das nicht so ganz. Sobald ich jetzt einen Helfer einschalte, schaltet er das Licht aus. Aber na gut, wenn er das für sinnvoll hält. So, Licht aus. Blöd, Mann. Echt. So. Ja, der ist noch nicht so weit, glaube ich. Wir können aber mal seinen Dingsbums auffüllen hier. Nee, da habe ich nämlich verpennt, dass das voll war und der nichts produzieren konnte. Silage war voll. Oh, da muss aber dringend ein bisschen Gras rein. Oder Heu. Herr Six, die wäre auch Heu reingegangen. Oder natürlich auch Mais. Häckselgut würde auch reingehen. Klar. Naja. Ja, dann lauf mal vor dich hin. So, okay, der macht jetzt nichts hier. Wo fährt denn der? Ach, ganz da vorne. Ja. Soll er machen. Den könnte ich später mehr holen. Das brauche ich jetzt noch nicht, das Teil. Hier brauche ich sowieso gerade gar nichts machen. Mit dem brauche ich nichts machen. Der ist nicht zwingend notwendig. Düngen müssen wir nichts mehr. Ja, dann ist er hier wieder dran.
Aber das mache ich selber, weil das ist noch Vorgewende. Das kriegt der nicht auf die Reihe. Vorletzte Gerste, ne? Da sieht man sogar noch die Saatrillen, das ist ja auch Quatsch. Naja. Aber wenn man hier noch das Stroh sieht, das erscheint mir sogar immer noch zu hoch. Wir schauen gleich mal. Die Pflanze erscheint mir zu hoch. Die werden schon gar nicht mehr so hoch wachsen lassen. Die sind runtergezüchtet ohne Ende, weil keiner kann Stroh gebrauchen. Weil sie keine Viecher mehr haben. Und wenn, nehmen sie was anderes als Einstreu. Die wissen alle nicht, wohin mit dem Stroh. Das ist Wahnsinn, ey. Das sind nicht mal einen halben Meter, gar nichts. Die haben 20 cm Höhe. Da ist echt nur noch ein bisschen Halm. Der kann einfach nur untergepflügt oder untergekroppert werden. Weg ist es. Niemand interessiert in der Realität Stroh. Ja, die wirklich noch im großen Stil Agrarbau machen, die machen halt keine Viehzucht. Was sich einfach nicht lohnt. Und wenn man halt einkauft beim renommierten Saatguthändler, bei den großen, naja, ob das gut ist, der Händler sind, sei dahingestellt, dann ist es halt auch solch gezüchtetes, dass es nichts mehr hat. Ganz klar. Schauen wir gleich mal mehr. Erscheint es immer noch zu groß irgendwie. Ich muss gleich mal gucken. Das ist nicht realistisch. So, gucken wir mal, wie es hier ist. Viel zu hoch. Ja. So hoch wäre das nicht. Kannst du vergessen. Halt, rückwärts fahren weiterhin. So, mache ich ihm das auch gleich, weil sonst würde ihn hier vielleicht noch die Straße stören, weil der ist so bescheuert. Das hat alles keinen Sinn. Außerdem muss ich oben und unten noch ein weiteres machen. Und dann lasse ich ihn fahren, dann wird es schon schief gehen. Schauen wir mal. Bin gespannt. Passt schon von der Berechnung her, dass ich nicht zu viel stehen lasse auch oder zu wenig vom Schneidwerk nutze. Ich lasse da, manchmal lasse ich es stehen und dann auf der anderen Seite denke ich mir, oh Mann, da hättest du aber das Schneidwerk noch weiter reindrücken können. Ja. Ich bin da öfter mal zu vorsichtig. Oh, ich bin gleich voll. Langsam fahren jetzt. Das wird so nix. Dass der nicht gleich zurückfährt, wenn ich den zurückdrücke. Das ist Wahnsinn. Ach so, das war jetzt intelligent. Helferzeher, die habe da, ja, das ist klar, weil der, ich weiß warum. Weil da jetzt eine Lücke dazwischen ist. Das passt, die habe ich ja selber reingefahren. Alles gut. So, okay. Die brauche ich auch alle nicht. Milch ist keine abzufahren. Den brauchen wir. So, und dann lassen wir hier den Helfer das fertig machen. Dass der mal da das Feld noch fertig kriegt. Sind noch ein paar Bahnen. Ja, mal schauen hier. Beim Status gekrubbert. Ja, da, ne? Ein paar Bahnen sind es noch. Hier ist jetzt ein paar Bahnen drin vom nächsten Zeug. Was dann wird eben so eine Blume.
So, okay. Und die 1 ist erntereif. Gut. Hier, witzigerweise, die 12 immer noch nicht erntereif, ne? Das finde ich witzig. Aber okay. Das nächste Feld wäre die 13. Wo ist denn die überhaupt? Wo gammelt denn die rum? Da. Die ist momentan gekruppert. Aber die war relativ teuer, ne? Warum war die eigentlich so teuer? Na, es geht. Etwas über 1 Million. Ist okay. Sind 9 Hektar. Naja, gut. Okay, ja, was haben wir jetzt noch? Ja, abgesehen von Helfer A oder H, welcher das war, den Johnny, den brauche ich ganz bestimmt nicht. Ja, den brauche ich momentan nicht. Okay, ja, und dann war es das schon wieder. Dann sind wir fertig. Ja, wir können ihn abfahren. Siehst du, das können wir noch machen. Ach so, aber nicht mit angezogener Handbremse. Das wird im Allgemeinen nichts. Ja, also die letzten Gerstefelder werden geerntet. Die ich angesät hatte, die 12, ist ja nur deswegen nochmal ein Weizenfeld, das habe ich ja gekauft. Da habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, das kaufe ich jetzt, ich kann den Weizen gebrauchen, auch wenn der jetzt vom Ertrag her mit Sicherheit relativ beschissen ist. Dafür reicht's schon. Na, alles gut. Okay. Ja, und dann stellt halt jetzt an, einfach mal massiv die Futterstationen und alles zu füllen bei der beim Mastbetrieb. Dass ich den vielleicht wirklich war in 2 Parts am Laufen habe. Das wäre ganz schön. Ich sage hier, danke fürs Zuschauen. Gerne Bewertung dalassen. Gerne was dazu schreiben. Wir sehen uns im nächsten Part. Mit vielleicht ein bisschen mehr Geld auch wegen Verkauf oder wegen. Schauen wir mal. Ne? Und teilweise abgeernteter Felder. Gehe ich davon aus. Bis dahin. Die 3 steht dann jetzt auf jeden Fall an, dass ich die sähe.